Manuel Graf erforscht die Lebensweise der seltenen Bechsteinfledermäuse. Er benutzt dazu Puppenhaarnetze, so fein und dünn, dass die Tiere sie nicht orten können. Sie hören keine Echos und gehen in die Falle. Er besendet sie für wenige Tage, klebt dazu einen winzig kleinen Sender mit Antenne auf den Rücken. Zuerst muss er den Sender aktivieren. Fertig. Ein Tröpfchen Hautkleber auf den Sender, kurz andrücken, trocknen lassen und Abflug. Mit der Peilantenne folgt er der Fledermaus wie im Krimi und erfährt so etwas über das Verhalten der Tiere, bis nach 14 Tagen der Sender zu Boden fällt.